Den Haare hole ich mir natürlich mal safe, ist eh klar. Punkte! Gratis Punkte! Und gönnt sich ja sonst nichts. Ja, unbedingt. Kommt sehr mit, die Scheißkapseln. Wichtig und richtig. Immer her damit, immer her damit. Ich brauch die eh für den Bosskampf. Weil wird sicher gleich wieder so ein Depperter daherkommen. Immer doppelt gemoppelt, sehr gut. Passt weg. Spezialattacke würde ich aber wirklich gerne mal ausnutzen. Wenn da irgendeiner so eingefroren ist. Pipi fein sicher die Waffe. Richtig geile Aktion sicher. Zahlt sich aber wirklich dann auch nur dann aus, wenn du auch wirklich die Spezialattacke hast. Das einzige Problem bei der Waffe könnte nur sein, was wäre, wenn der Boss Eisresistenz hat. Dann bist du am Arsch. Dann bist du definitiv am Arsch. So, Kompass, was willst du mir zeigen? Oh, dass ich, ja, da irgendwie da so Affe, gell? Da wird, das ist wieder mein, also, hoppala. Hätte vielleicht ein bisschen genauer schauen sollen. Ja, definitiv. Und was haben wir da Schönes? Aha, neues Quantel, zeig her. Nicht so scheu. Dafür Blitz und dafür aber auch mehr Ausdauer. Oh, da kann ich schwer nein sagen. Ja, gerade zur Ausdauer. Gerade bei Ausdauer kann ich irgendwie nicht nein sagen. Ja. Schaut schon sexy aus, muss man schon sagen. Ab und zu hat das Spiel schon Glanzmomente vom Design her. Sagt man schon. Ich hoffe, dass wir da jetzt einmal so einen Safe Room haben. Das wäre nicht schlecht. Mal wieder so eine Statue oder irgendwas. Wo ich wenigstens sagen kann, puh, kann mal ein bisschen kurz durchatmen. Ja, das Öl wäre gar nicht so schlecht, wenn ich das jetzt mal ausnutze. Ja, gut, dass man das auch nicht da gegeben hat. Wieso ist es da schon wieder so leer? Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Jedes Mal, wenn da was leer ist, na, das ist kein gutes Zeichen. Das ist definitiv kein gutes Zeichen. Wuschelt ihr mal da durch? Oh, das ist schon wieder ärgste Verrückte. Ah, schön, dass da die Hunde sind. Ich muss noch schauen, dass ich da nicht so im Zielbereich bin. Das ist das Einzige, auf was ich aufpassen muss. Dass er mich irgendwie... Ich denke schon wieder nicht so viel... Das taugt mir nicht. Jetzt gern halt nur... Ich muss ein bisschen wieder mehr mitdenken. Ich mach schon wieder viel zu viele Fehler. Nur weil ich ein bisschen stärker bin, wollte ich nicht so viele Fehler machen. Macht man Doppler immer. Muss ich aufpassen. Ja, passt, ja gut. Oh, wir haben schon wieder. Passt. Kann ich jetzt eigentlich nochmal mit ihm reden? Sonst könnte ich ja eigentlich sagen, hörst du, der Bereich ist jetzt frei von Jana, du darfst jetzt wieder raus. Do not fear. I mean you no harm. Ah, it speaks too. Get out of here, you damn pile of scrap metal. Wie nett. Definitiv wie nett. Würde ich aber feiern, wenn man sagt, okay, man hat vielleicht das Spiel durchgespielt. Und dann zu dem Typen nochmal hinkommen könnte. Ah, du bist ja wirklich ein Guter. Wow, Digi. Ich gebe dir dieses Item. Das wär's komplett. Boah, müsstest du vorstellen, Alter, du spielst das Spiel durch. Und könntest so welche Einstellungen machen wie ohne zu sterben oder so. Ja, aber dafür kriegst du halt die ein oder andere Trophäe nicht.
Das ist halt das Geschissene. Und das will ich wieder nicht. Wenn dann schon Trophäe oder gescheißen. Boah, das Spiel nicht spielen. Wenn ich die Trophäe nicht krieg. Ich hätte mir ja doch gehabt, so, ja, wenn du schon das System hast, ja, dann vielleicht probierst du es da mal aus. Ja, fix nicht. Fix nicht. Wenn ich die Trophäe nicht kriege, oder bringt sich der Erfolg, dass ich das Spiel durchgespielt habe, dann auch nichts. Okay, also Fantasy Boy jetzt auch wieder nicht mit durchgespielt, aber ihr wisst, was ich meine. Oh, sehr, sehr sexy. Das war sehr, sehr sexy. Ah, das habe ich nicht so mitgekriegt. Das habe ich definitiv nicht so mitgekriegt, dass die so eine Fähigkeit machen wollte. Immer doppelt. Ja. Einmal hinschlagen. Einmal. Gut, dass ich es doch stoppen habe können. Ich habe schon gewusst gehabt, was die für Fähigkeit ausnutzen wollt. Hab schon gemerkt gehabt. Einmal, zweimal. Das Gute ist wenigstens, dass wir allein sind, weißt. Das ist nicht so problematisch. Da können wir sich ein bisschen austoben. Aber wenn dann so 20 Gegner da gewesen wären, da schaut's da wieder ganz, ganz schlecht aus für mich. 20 Gegner, bist du jemand, Budi? Bist du am Arsch, Digi? Bist du am Arsch? Jetzt gleich zusammenpacken und heimgehen. Aber sofort. Da können wir gleich sofort heimgehen. Das wäre es jetzt wieder gewesen. Den ist wurscht, was du machst, die decken sofort. Aha. Komm her da. Die hat der Kind aber auch nur dann, wenn ich das eine Mal hingeschlagen habe, und dann brauchen sie aber auch wieder eine Ewigkeit. Die wirken nur sehr heftig, okay? Ja, sie können auch ein bisschen Leben auch wegnehmen, aber dennoch, sie wirken meiner Meinung nach nur so heftig. So extrem sind die Gott sei Dank eh nicht. Aber finde ich cool, wie verstrickt und das alles da ist. Schon schön gemacht. Brauchst nicht weit und bist dann schon eh wieder bei der Statue und alles. Ah, ist gut. Gut. Ich hätte mir ja gedacht gehabt, dass wir jetzt wieder eine neue, separate Statue kriegen, aber ist auch in Ordnung. Stellt mir ja auch wieder nicht. Das sieht mir nicht. Hauptsache Statue. Wo ich mehr Ruhe habe. Wo ich wieder zurückkehren kann und ein bisschen Luft holen kann, sagen wir es mal so. Ein bisschen durchatmen. Modulschlüssel? Ja. Sehr gut. Was hat denn der Hapschi? Ah, wieder so ein Brief. Passt. Wenn man einbildet, dass ich da irgendwo auch noch einen Brief gesehen hätte. Na, vielleicht wird es eh auch der gleiche gewesen sein, ja. Jedes Mal beim schnellen links, rechts schauen. Kann ich mir schon gut vorstellen. Ah, da fehlt wieder die Fähigkeit. Schade. Aber da werden wir wahrscheinlich einen oder anderen bestimmten Boss erledigen müssen, damit wir dann die Fähigkeit haben. Neue Fähigkeit, Havara. Oh, ha. Okay. Schlägt er weil trotzdem nur einmal hin, nur zu wissen. Finde ich aber interessant, der schlägt trotzdem nur einmal hin. Wirklich interessant, ich hätte mir doch gehabt, der schlägt öfters hin. Oder der schlägt so urwild um sich und dann braucht er eine Ewigkeit, bis er wieder drauf klarkommt. Das hätte ich mir vielleicht auch gedacht. Dass er wirklich ein bisschen braucht. Scheiß Wichser. Ein scheiß Wichser. Passt. Weg. Dann habe ich mir auch noch ein paar Kugeln erspart. Hihi, mir schnurrt der Sport. Wichtig und richtig. Günsterli. Auflademodul. Okay.
Ah, das haben wir schon abgesprochen, dass wir das so machen meistens. Gegen ihn. Dann wechseln. Und dann sich so das eine oder andere ersparen an der Kugel. Also, definitiv, jetzt heißt's aufpassen. Die könnten ständig irgendwo in der Luft. Also irgendwo auf den Bäumen auf uns warten. Scheiß Wichser. Ja, die sind wenigstens eh nicht so extrem klein. Da kann man es wenigstens eh leichter erkennen, sage ich jetzt einmal. Aber dennoch aufpassen, ich brauche den jetzt auch nicht hinter mir. Ja, und ich brauche auch kein Feuer am Knack. Das ist das nächste Problem. Okay. Wollte es gerade so sagen, so. Okay, interessiere ich die jetzt nicht mehr, oder was? Ah, der braucht vielleicht nicht. Der braucht ein bisschen. Nein, nein, nein. Der braucht nicht ein bisschen. Der hat schon einmal mir kalt warm gegeben. Der hat mir schon einmal kalt warm gegeben. Oh. Das ist. Das gefällt mir gerade gar nicht. Muss aber auch nichts heißen. Weil normalerweise, meistens, wenn wir über irgendwas drüber steigen, gibt es einen Gegner. Aber ich weiß, wir haben diese Münze. Bei 3000 sind wir nicht böse, aber 3000 sind 3000. 3000 sind 3000. Dementsprechend. Nur sicherheitshalber. Falls wir ihn nicht gleich beim ersten Mal haben dran kennen, weil, ja, mit so einem Öl kommst nicht wirklich oft weit. Und ich hätte mir jetzt wirklich gut vorstellen können, da wartet irgend so ein Boss auf uns. Beziehungsweise auch die kleinen Gegner, weißt du, was ich meine? Auch die kleinen Gegner können uns so dermaßen Meier machen. Das ist ja wieder das. Ah, da ist man ein bisschen zu schnell unterwegs. Ja, da waren wir definitiv ein bisschen zu schnell unterwegs. Ja, Standard-Move. Passt sehr gut. Gott sei Dank habe ich sowas zum Ausweichen. Ja, manchmal macht es und manchmal wieder nicht. Ah, der macht einen Tritt. Ich habe mir gedacht gehabt, der tut einfach nur quasi die Richtung wechseln. Musste ich jetzt mal ausnutzen, sei es mal nicht hab. Musste ich jetzt einfach mal ausnutzen, egal ob ich Meier gehe oder nicht. Boah, jetzt haben wir doch gehabt, da war jetzt schon ein Wichser. Auf uns. Boah, das wäre hässlich. Das Werkstatt. Someone hid upstairs. I just need to find a way in from the outside. Okay. Ich bin gespannt. Also ich kann mir da quasi schon mal vielleicht in Zukunft vielleicht das Wichtiges vorstellen. Dass da vielleicht abgehen wird. Vielleicht so ein kleiner neuer Rückzugsort. Wäre schon cool. Wäre schon richtig cool. Zeig mal hier. Was haben wir denn da Schönes? Scheiße auf den Aufgeladenen, ganz ehrlich. Scheiße auf den Aufgeladenen. Oh, und? Und mit Ausdauer auch noch. Okay, das bleibt. Ja, muss ich nehmen. Ah, schaut sehr, sehr gut aus. Und den Fabrikschlüssel haben wir auch noch. Boah, schaut aber sexy aus von der Weiten da. Also wenn da kein Bosskampf drin ist, dann weiß ich aber auch nicht. Dann nenn mich deppert. Nenn mich deppert und ich habe noch nie ein Souls-like-Spiel gespielt. Aber wenn da kein Bosskampf auf uns wartet, dann weiß ich aber auch nicht. Ja, ich bin wirklich glücklich, dass der Ausdauerbalken mal wieder ein bisschen größer geworden ist. Aufpassen. Ich hab mir gedacht gehabt, ich bin weit genug weg. Den Einschlag, den hättest du mir jetzt nicht nehmen dürfen. Den hättest du mir jetzt nicht nehmen dürfen. War jetzt schon so dermaßen fix drin.
Schnell, schnell, muss man schon sagen. Ich komm gar nicht voran. Also ich glaube schon, das war schon relativ schick gewollt mit der Trophäe. Muss ich schon sagen, also schnell unterwegs. Kann man wirklich nichts sagen. Ein Schlag kann ich fix doch überleben von derer. Von der Hundsmaschine. Aufpassen, Ausdauerbalken. Gut, dass ich den einen Trank verknommen habe. Ah, war ich schon wieder fast zu deppert dafür. Da hätte ich schon wieder 4000 verloren. Ihr Vollidiot. Da hätte ich schon wieder viel zu viel Unnötiges verloren. Meiner Meinung nach. Weil ich einfach mal wieder fast zu gierig war. Oh. Oh. Das habe ich wirklich nicht gesehen. Hoppla. Wieso sind die meisten eigentlich hier ohne T-Shirt? Weißt du, ob da irgendwer jemand geil auf Typen ist ohne T-Shirt oder wer der Komplexe hat oder sonst was, aber sei mir nicht ab. Aber wieso ist der fast jeder zweite ohne T-Shirt hier unterwegs? Gibt's ja nicht. Lass mich in Ruhe, ich bin voller Schocki. Na, aber ohne Spaß. Alter. Ich hab's mir schon gedacht. Wo ist der Gegner? Das kannst du mir nicht erzählen, dass da jetzt nicht irgendwo ein Gegner lauert. Boah. Ja. Ich hab's mir doch gedacht gehabt. Ist doch vorstellen, plötzlich so ein Zwischenboss. Haberer. Boah. Müsstest du da jetzt vorstellen, da kommt jetzt so ein Zwischenboss. So ein mini-optionalen, versteckter Boss. Und der fickt dich einfach so nieder. Boah. Das wäre sehr hart. Das wäre, ich glaube, ich würde weinen. Ja. Da komme ich eh nicht durch. Passt, sehr gut. Ja, dann haben wir eigentlich eh auch quasi nur den Weg. Bilde ich mir jetzt ein, weil ich bin eh auch extra wieder rausgegangen. Bilde mir ein, ich habe da noch einen Weg. Eh den einzigen. Finde ich aber geil, dass es halt so quasi zentralmäßig ist. Dass ich da einfach durchgehen muss. Ja, ist aber eh klar, Alter. Du kriegst eine urgeile Ausrüstung. Top für Ausdauer und noch so 100.000 andere Bereiche. Von denen ich gar keine Ahnung habe. Ich habe mir schon gedacht gehabt, so. Ich habe mir jetzt wirklich überlegt gehabt, so, soll ich jetzt nochmal zurücklaufen? Wieso habe ich das Gefühl, dass sich da der ein oder andere bewegen kann? Ich hätte schwören können. Boah, bitte nicht. Bitte nicht. Alter, ich schieße ja jetzt schon. Einmal das. Ja, aber wie soll ich da aufgekommen haben? Wie soll ich denn den Tod da bü? Achso, da fehlt wahrscheinlich vielleicht wieder irgendwas an Fähigkeit oder irgendwas in der Richtung fehlt da, dass man da wieder aufgekommen. Ah, wird schon. Passt. Ich würde mal sagen, aktivieren, damit wir da mal den nächstgelegenen Rückzugsort haben. Nicht, dass wir da wieder komplett durch alles durchlaufen müssen. Das sicher nicht. Verbesserungen! Oh, da fehlt noch ein bisschen was. Ah, Bronzebahn. Scheiße, Bronzebahn. Zeigen wir hier, kann ich Bronzebahn vielleicht sogar schon einkaufen? Das sind so Kleinigkeiten. Aber ich habe was vergessen. Weißt du was? Machen wir den hier. Weil da kann ich dann wenigstens gescheit ein. Gescheit. Wirklich gescheit einkaufen. Wir haben da noch was. Wir haben da noch was Härteres. Einfach verwenden die. Passt. Waren das auch wieder 250 oder was? Ich nehme es einmal hoffentlich an, weil das hat jetzt eher so gewirkt gehabt wie mit. Oh, wir haben nichts mehr. Ja.
bisschen, ein paar Resistenzen halt. Beutemultiplikator, ja. Hätte mir nie gedacht gehabt, dass ich sowas auf Beute gehe, aber ja. Ich will was für meine Pistole haben. Leute, dementsprechend hätte ich mal wieder gesagt gehabt, haut rein, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.